Du willst mich überzeugen, dass du einer von uns bist, dass du den Weißen dienst, nicht den Schwarzen. Oh, du musst neu hier sein. Was fällt dir Was ein? ist? Wer bist du? Was trägst du das Wappen der Dunkelsteiner? Ich blicke mal zu den anderen, nicke Schwarze denen zu. Umtriebe, die dich und deine Gefährten hierher bringen. Mein Name ist Jan Greifenmund. Ich bin im Auftrag des Reiches hier. Welchen Reiches? Des neuen Reiches. Welchen denn sonst? Des Neuen. Er nimmt wieder seinen Spieß in beide Hände. Des Mittelreiches um Himmels Willen! Das ist das alte Reich. Das neue entstand erst vor 6 Jahren. Du bist wohl noch nicht lange hier. Nein, Du leider solltest schon sehr lange genau nicht mehr aufpassen, was du hier gewesen. sagst und wen du hier triffst und wie du mit ihm umgehst. Übrigens könnte man euch sagen. Ich bin Eferdi, ich werde mich nicht zusammenreißen. Bei Abitoste. Naja, wie toste. Anaxa Efadu. Recht also, was tut ihr hier? Die Wasser segnen. 7 Mal im Monat mache ich das. Reite von Perrine Furten hierher, um wenigstens einen Fluss zu segnen, der wenigstens etwas sauber bleibt. Tobi Mora ist verloren. Tizam ist verloren. Oh. Und hier stehe ich nun. Bei Waldbergen. Sporgelsen. Und segne gemeinsam mit meinen Kameraden Kaiun, damit wir wenigstens etwas frisches Wasser haben. Ein hehrer Dienst. Wie der Zufall so will, sind wir gerade auf der Suche nach frischem Wasser gewesen. Dann bedient euch. Zumindest einige Tage sollten diese Quellen das hergeben, was für uns trinkbar ist. Er rammt Sind seinen wir dann so? Spieß in den staubigen Waldboden. Ich steck dann auch mal meine Streitkolben weg. Den Göttern sei es gedankt. Viel zu viele Dunkeltriebige treiben sich auch hier umher. Man sollte meinen, Gleilwartstein ist eingenommen von uns. Zumindest gehört es noch uns. Die Tobi Mora als natürliche Grenze, aber nein, sie sind überall. Sie verpesten die Wälder, die Flüsse, die Luft, das Land. Sie sind überall. Und sie werden eines schönen Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Nun müssen wir alle bis dahin unseren Teil leisten. Das müssen wir, so wahr uns die Götter helfen. Also, ihr dient dem Alten Reich. Wollt ihr nach Perrine Furten reisen? Eine lange Reise, beschwerlich. Ich fürchte gar, dass unsere Reise uns an finsterere Orte führen wird. Nach Yol'Gurmak also. Dann wünsche ich euch einen guten Erfolg. Soll wohl einige Reisende geben auf den Straßen. Ein großes Turnier, das ansteht. Habe ich hören lassen. Wir planen, dieses als Deckmantel für unsere Unternehmung zu nutzen. Deswegen die Dunkelsteiner Wappen. Richtig. Wenn ihr wünscht, können wir euch einige Tage begleiten, falls ihr zur nächsten Quelle auf demselben Weg liegt. Ich werde von hier aus nach Kleinwartstein reiten. Mein Pferd steht ein Stück die Straße hinauf. Es liegt leider, wenn ich mich recht entsinne, in der anderen Richtung. Nein, tut es nicht. Wenn ihr nach Yol'Gurmak wollt, dann werdet ihr mich genau bis Kleinwartstein begleiten. Ihr setzt dort über die Tore Tobi Mora rüber nach Süden und ich werde von dort aus nach Osten reisen. Sagt, wie ist der Flussübergang? Es gibt eine Brücke. Wer Im hält sie? Norden stehen wir und im Süden die anderen. Wir Wir leben meinen im Lied also. damit keine normalen Wachposten. Zumindest auf unserer Seite gibt es die, aber sie benutzen andere Dinge. Aber ihr führt einen Magier bei euch. Das ist gut. Ihr solltet allerdings nicht so dumm sein und die Straße verlassen, so wie ihr es jetzt getan habt. Dort drüben sind die Dinge anders. Die Wälder sind tiefer, finsterer. Alt. Verzeiht mir, euer Gnaden, ich habe euren Namen nicht mitbekommen. Ich bin Draco Ephadan. Morenes. Freut mich, dass ich wenigstens einen Horasia hier finde. Nun ja, die Umstände ließen mich in diese Situation geraten. Ich bin darüber nicht besonders glücklich, aber nun ja, was tut man nicht alles? Für die Zwei Zwölfe. Zwerge habt ihr dabei und ein Torwart. Eine merkwürdige Gruppe.
Die besten, die wir finden konnten. Die besten, die sich dieser Sache stellen wollten. Sagt Draco, gibt es etwas in der Gegend, was wir besonders beachten müssen, etwas besonders gefährlich ist? Weiß Tobrian, wenig. Also, es gibt hier wenig. Wenige Dinge zu beachten. Bleibt auf den Straßen. Ich vermute, wir werden es nicht mehr nach Kleinwartstein schaffen. Heute auf keinen Fall mehr. Ihr kommt aus Mailasruhe, ja? Ihr meint dieses abgebrannte Dorf hinter uns? Ja, ja. Dann, nun ja, der Tag ist etwas vorangeschritten. Reiten wir gemeinsam nach Spogelsen. Auch da mit ist wenig los, genauso wie in Kleinwartstein, aber... Nun ja, auch daraus wird meine Reise angenehmer und eure unangenehmer. Bis dahin haben wir hier einfach nur totes Land. Einfach nur totes Land. Dann werden wir euch mit dem allergrößten Vergnügen eine Weile begleiten. Dann los, füllt eure Rucksäcke mit Wasser. Noch ist es frisch. Und dann auf beim launhaften. Oh, Effort. Euer Gnaden? Oh, wer bist du denn? Schreckt nochmal ein bisschen zurück. Greift wieder nach seinem Spieß. Tulamide, gehört er zu euch? Oh, ja, der gehört zu uns. Ja, was willst du? Wie bekommen wir hier Wasser, wenn wir unsere Wasservorräte wieder aufgebraucht haben? Was trinkt man auf der anderen Seite der Tobimora? Schleim. In Yolgomak ist Wasser verboten. Ich weiß nicht, was sie da trinken. Ist das Wasser verboten? Es gibt in Yolgomak keinen einzigen Tropfen Wasser. Was ist aus dem See geworden? Der Üsli-See. Ehemals, ehemals heiliges Gewässer. Ich weiß, dass es im Süden ein Sanktum gibt. Allerdings nicht des Effert, sondern von irgend so einem Wald- und Wiesen. Alvaranya. Er verzieht so ein bisschen das Gesicht. Aber den Üsli-See könnt ihr auch nicht trinken. Sie leiten ihre giftigen Sekrete, die Alchemie, direkt in den Üsli-See. Der ist verpestet damals. Seit Beginn der großen Schlacht an Ysilia. Als die Dinge aus dem Wasser stiegen. Seitdem kann man das Wasser nicht mehr als Wasser ansehen. Es gibt keinen Tropfen mehr in Yolgomak. Was trinken die denn? Ich meine, Bier ist doch auch Wasser plus andere Sachen, oder nicht? Ich sagte doch gerade, sie trinken Schleim. Ich bin mir nicht sicher, ob es da drüben Bier gibt. Übermacht die gebacken, beziehungsweise Abdullon. Hat dann immer geräuschvoll aus. Okay. Ich war noch nicht in Yolgomak. Wie gesagt, Wasser ist verboten. Gott, wie ich die Stadt jetzt schon hasse. Der Schänder der Elemente. Auch wenn Wasser, nicht sein Element... Unterbrich mich nicht! Bald wieder seine Fäuste. Auch wenn Wasser nicht sein Unelement ist, sondern das der tiefen Tochter. Aber auch da müsst ihr aufpassen. Sie ist auch in der Tobimora. Weiter im Süden, bei Bendrum. In all den Flüssen. In all den Flüssen ist sie. Wasserleichen, die von dort aussteigen. Aber ich war eben bei Yolgomak. Ja, es ist nicht sein Ungebiet, aber die unheiligen Feuer werden durch Wasser, durch Effert heiliges Wasser gelöscht. Deswegen ist es verboten. Gut, das heißt, bevor wir die Stadt betreten, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir alles Wasser von uns wegschmeißen, dass nicht die Stadt noch uns mit Wasser erwischt. Witzig, oder? Nein. Überall anders werdet ihr auf Gifte kontrolliert, auf Messer, auf Schneiden, auf irgendwelche Dinge, die, naja, verboten sind. Und hier in Yolgomak ist das Wasser, das, was wir eigentlich alle zum Leben brauchen. Ich habe gehört, es gibt dort noch einige Menschen, einige viele sogar, die dort als Sklaven dienen oder andere, naja, ich weiß es nicht. Man hat einiges an den Kriegern. Habt ihr noch mehr Gerüchte gehört, was wir dort nicht mit reinnehmen dürfen?
Ich weiß, dass ihr immer Fackeln entzündet haben müsst, wenn ihr auf den Straßen dort seid. Das ist ja in vielen Städten so. Ihr werdet verhaftet, wenn ihr keine Fackel, die angezündet ist, bei euch führt. Aber ihr könnt dort auch nicht sehen ohne Fackel. Muss es eine Fackel sein oder kann man eine Laterne haben? Das weiß ich nicht. Wir sollten uns auf jeden Fall eine Fackel jeder basteln oder zwei. Gut, danke für die Überraschung. Die werdet ihr sicherlich auch für Unkosten dort dann im Tor bekommen, aber was weiß ich schon. Wenn ihr mich fragt, dreht um. Schließt euch dem Kampf an, dem gerechten Kampf, und betretet dann reine Furten. Eine große Zeltstadt, die Stadt ist gewachsen. Früher war es nur ein kleines Dorf, aber mittlerweile ist sie riesig. Wir kämpfen, wo das Reich uns hinsendet. Und wenn es so finstere Orte sind, dann sei dies so. Ich lasse mich nur von den Göttern schicken. Natürlich. Und dann macht das Fass voll und auf die Reine. Ja, dann könnt ihr das Fass von Ragnar, was leer ist, wieder mit frischem Wasser auffüllen. Wasserschläuche selber erstmal selber mal den Kopf reinhalten. Eure trockenen Schuhe. Ich bin sicher, dass meine Esel schön gesättigt werden. Ja, selber alle nochmal einen richtig schönen Wasserbauch euch antrinken. Und dann geht die Reise los. Ein paar Meter die Straße hinunter könnt ihr dann auch das Pferd von Draco Effadan finden. Und die Reise beginnt. Könnt ihr eigentlich singen, euer Gnaden? Ich kenne viele Lieder. Ich könnte euch von dem Lied Es regnet berichten. Aber das kennt ihr sicherlich von den Effa-Zeremonien. Aber wir haben auf unseren Reisen gemerkt, dass es nichts Schöneres gibt, als ab und zu mal ein schönes Lied zu hören. Das möchte ich meinen. Und wenn ich jetzt noch mal ein Lied über Effert hören kann, dann wäre das, glaube ich, der richtige Moment, denn ich befürchte, dass in Jolgomak weder Wasser noch Effert-Lieder gesungen werden. Du bist mir ein Freund. Und er beginnt, vielleicht alleine, vielleicht könnt ihr auch einstimmen. Man versucht mitzusingen, wenn man es kann, ja. Genau, ja, mit dem Lied Es regnet, was ihr sicherlich an den Effert-Zeremonien kennt. Immerhin wart ihr ja in dem ein oder anderen Effert-Tempel. Und während er dann eure Jähzorn komplett nach unten drückt, der temporäre Jähzorn wird also wieder abgebaut. Wenn er dann fertig ist irgendwann, ist dann schon, die Sonne dämmert. Da erreicht ihr vor euch ein kleines Dörfchen. Auch das verfallen, nicht unbedingt niedergebrannt, aber ungepflegt. Einige Dörfler, die dann dort Wache stehen, vielleicht auf den Feldern arbeiten und da gerade dann ihre Besitztümer wieder nach drinnen bringen. Hier gibt es zumindest einige Bevölkerung, aber von dem ehemaligen Dorf könnte sicherlich 100, 150 Menschen fassen. Wenn ihr dann dort ankommt, 20. Also wirklich ein totes Dorfchen. Zumindest während ihr dann drauf zureitet und die Felder dann gerade betrachtet, die immer noch schwarz sind, wirklich viel kann man hier nicht aus der Erde ziehen, ihr seid euch nicht ganz sicher, was die Bauern hier ernten, berichtet er euch von dem Effertorn, was sich in Valusa befindet und dort von Effert selbst gespendet an den Tempel vor einigen Helden von der einen zur anderen Seite transportiert worden ist. Ein Horn, was noch nie geblasen worden ist. Das ist nicht mehr ganz richtig, fürchte ich. Was meinst du damit? Es wurde letztes Jahr geblasen. Letztes Jahr? Eine Dämonenarche griff Valusa an. Davon habe ich gehört. Das Effert-Horn wurde geblasen und setzte sie so außer Gefecht, wodurch sie geändert werden konnte. Das ist gut zu wissen. Warum wurde sie noch nicht geblasen? Konnte es keiner oder durfte es keiner? Konnte keiner. Niemand, der hineingeblasen hat oder der es versuchte, hat das bisher geschafft. Aber wenn du, Jalan, mir etwas anderes sagst, dann werde ich dir glauben. Die Nachrichten dieser Tage sind schwerlich. Offenbar hat Effert in diesem Moment großer Not sich entschieden, das Horn spielen zu lassen. Wie war der Klang? Der Stadt gerettet. Wie war der Klang? So weit und tief wie die See selbst. So weit und tief wie die See selbst. Und er fängt wieder an zu singen. Es regnet. Und du merkst, wie er glücklich ist. Wie eine Träne seine Augen runterrinnt. Er strahlt.
auch immer strahlt, schon den ganzen Tag, seitdem wir den Gefährten getroffen haben und Lieder singen. Immer ist auch zum ersten Mal wieder seit Tagen innerlich froh und gereinigt. Und so reitet ihr in Spokelsen ein. Und was euch dort erwartet, in diesem kleinen Dörfchen, sehen wir beim nächsten Mal.